Ende August dieses Jahres, in einem Wirbelsturm aus Tratsch und Klatsch, gaben der bekannte Komiker Oliver Pocher, der mittlerweile 45 Jahre zählt, und seine langjährige Lebensgefährtin Amira ihre Trennung bekannt. Nachricht, die das Ende ihrer siebenjährigen Beziehung markierte, versetzte die Medienwelt in Aufregung und Spekulationen. Doch die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als TV-Legende Thomas Gottschalk, im stolzen Alter von 73 Jahren, sich in die Liebesangelegenheiten der 31-jährigen Amira einmischt und dabei kein gutes Haar an ihr lässt. Lediglich zwei Tage sind seitdem vergangen, seit der Comedian Olli Pocher, in einem spektakulären Interview des Jahres bei RTL, harsche Worte über die Mutter seiner beiden jüngsten Kinder fand. In diesem aufsehenerregenden Gespräch nahm er kein Blatt vor den Mund und ließ seine Meinung über Amira offen verlauten. In dieser turbulenten Phase seines Lebens findet der gebürtige Hannoveraner unerwartete Unterstützung von niemand Geringerem als Thomas Gottschalk selbst. Der erfahrene Moderator äußerte kürzlich in seinem Podcast Die Supernasen deutlich seine Ansichten inmitten dieser Trennungsschlammschlacht und ließ dabei kein gutes Haar an Amira. Gottschalks Worte waren scharf und unverblümt, bei Amira war ich immer etwas skeptisch. Oliver Pocher ist für meinen Geschmack ein echtes Talent. Der ist sehr schnell, sehr pointiert und dem fallen auch schnell die richtigen Antworten ein. Wohingegen Amira das Fernsehen als Beute gesehen hat. Sie wollte gerne Moderatorin werden und Oliver hat's delivered, fand der langjährige Moderator von Wetten, dass. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist, hat der Moderator recht? Auch sein Podcastpartner Mike Krüger schließt sich dieser Meinung im Rahmen der medienwirksamen Trennung an und bläst ins selbe Horn. Krüger äußerte sich eindeutig, das hat Olli, glaube ich, am meisten geschockt, dass sie jetzt schon einen neuen Freund hat. Und der heißt Bianca Tellator und ist so ein Motivationstrainer. Ich glaube, das ist jemand, der auch unbedingt ins Fernsehen wollte. Jetzt haben wir quasi zwei zusammen, die unbedingt ins Fernsehen wollten. Der Hintergrund dieser turbulenten Liebesgeschichte ist, dass seit einigen Wochen Gerüchte über eine Liebesbeziehung zwischen der gebürtigen Österreicherin Amira und dem sogenannten Glückskeks-Guru Bianca Tellator kursieren. Die beiden sollen sich eigenen Angaben zufolge auf einem Flug nach Bali im Mai dieses Jahres kennengelernt und seither getroffen haben. Diese Enthüllungen sind für Olli Pocher ein rotes Tuch. In einem lauten Aufschrei äußerte er seine Empörung. Ich weiß nicht, warum er es nötig hat, eine verheiratete Frau mit zwei Kindern anzubumsen, posaunte er am vergangenen Sonntag, kurz vor dem NFL-Spiel in Frankfurt, heraus. Und wie reagiert Amira auf diese heftigen Anschuldigungen und die öffentliche Aufmerksamkeit? Sie scheint die Stürme der Kritik und die Vorwürfe sämtlicher TV-Größen gelassen zu ertragen. Indem sie sich in ihren kreativen Leidenschaften wie dem Klavierspielen und dem Zeichnen vergräbt und so ihre eigene Ruhe und Gelassenheit bewahrt.